Hallo meine Lieben, heute zeige ich euch mal ein Küchenupdate. Ja, wir haben noch etwas angebaut. Ich drehe euch mal um. So, ihr seht ja, hier kommt man in die Küche rein. Ja, und wir haben hier angebaut. Das ist der Kühlschrank. Da hat noch ziemlich gehende Leere. Hier unten Gefrierfach. Dann haben wir hier eine Schranktür mit Fächern. Hier unten auch. Da habe ich schon unten die Heißluftfritteuse reingestellt. Hier steht meine Kaffeemaschine, mein Kaffeevollautomat. Den hat mir mein Mann wieder aus dem Container geholt. Den habe ich jetzt komplett gereinigt und habe ihn eben an die Steckdose angeschlossen. Und was ist? Er geht nicht. Ja, das guckt sich mein Mann mal an. Wenn ich jetzt halt Pech habe, ist er jetzt kaputt. Meine Lieben, sie funktioniert. Bin ich so froh. Ja, vorhin gab es dann schon den ersten Latte Macchiato. Ich liebe Latte Macchiato. Mit frischer Milch. Deswegen hatte ich sie mir eigentlich auch gekauft. Weil hier sind die frischen Bohnen drin und hier stöpsel ich das Ding hier gerade in die Milchpackung und dann let's go. Ja, mein Mann hat auch schon einen Cappuccino und er hat auch gleich gesagt, oh, so lecker. Ja, jetzt gibt's wieder lecker Kaffee. Und weiter im Video. Ja, hier liegt noch die ganzen Bedienungsanleitungen vom Herd, vom Ceranfeld und so weiter. So, dann haben wir hier noch so einen kleinen Apotheker. So einen Mini-Apotheker. Dann hier so noch so Schränke. Ja, ist daher ist noch nichts final eingeräumt. Ja, so. Dann würde ich sagen, ich zeige euch mal, was ich schon heute Morgen eingekauft habe. So. Dann kann ich das hier sind Croissants, die waren 50% günstiger. Da habe ich mir gedacht, kann man ja schön einfrieren. Dann habe ich diese Weltmeisterbrötchen mitgenommen. Da haben wir schon gefrühstückt. Und es sind noch zwei übrig. Dann habe ich mir wieder so einen getrockneten Schnittlauch mitgenommen. Dann zweimal diese Schokotrink. Das sind die mit 1,5% Milch, oder? Steht es gar nicht drauf? Was ist los? Also ich meine, das war immer die 1,5er Milch. Ah ja, da steht jetzt 1,5. Genau. Da gibt es ja noch die andere mit 3,5. Die bringe ich manchmal meinem Mann mit. Dann habe ich diese Hamburger Soße mal mitgenommen. Gestern war ich noch im Sutter.
in diesem Fleisch, wie heißt es, in diesem Werksverkauf. Und da hatten sie Burger, also Patties und die Buns. Und da habe ich mal zugeschlagen. So, dann kamen 4 Stück von diesen XXL Energies mit. Die waren jetzt gerade im Angebot. Und 3 von den Cola. Das ist dann hier drin. Dann habe ich entdeckt diese Currysoße. Habe ich gedacht, dann nehme ich jetzt mal mit, weil wir als mal Chicken Nuggets oder so essen. Also finde ich das hier klasse. Vor allem nehme ich mir oft diese Chicken Nuggets jetzt bei diesem Sutter mit. Da gibt es diese Großpackungen. Ist dann auch einiges günstiger. Ja, dann habe ich mir nochmal auch ein Weltmeisterbrot mitgenommen. War auch 50% günstiger. Das kann man auch wunderbar einfrieren. Dann Mozzarella. Käseaufschnitt. Dann 2-mal diese Spätzle. 1-mal Beefy Roll. 1-mal diese streichzarte Butter. Ich komme meinem Mann wieder. Und 1-mal Träubchen. So. Ach, das war schon vom Lidl. Der Lidl ist abgehakt. Dann habe ich beim Rossmann gab es dieses Glas hier und kann ich euch jetzt gerade mal zeigen. Mein Mann hatte sich dieses Glas hier mitgenommen für sein Schoko-Cappuccino. Es ist ihm aber doch zu groß. Jetzt habe ich das hier entdeckt. Mal gucken, ob es ihm gefällt. Man hat es jetzt auch noch nicht gesehen. Dann habe ich mitgenommen, war gerade im Angebot für Kitty, wieder ihr Nassfutter. Ja, mein Hygienespüler war alle. Haben wir 2 neuen gebraucht. Dann habe ich mir so 3 Liter Gefrierbeutel hier mitgenommen. Das ist mit diesem Verschluss immer so zusammendrückt. Die waren auch gerade im Angebot für 79 Cent. Dann habe ich mir von CD diesen kleinen Deo-Roller hier mitgenommen. Das ist Wasserlilie. Da hatte ich mir ja dieses Deo-Spray mitgenommen. Und das riecht so gut. Das hat mir so richtig toll gefallen. Ja, deswegen habe ich gedacht, ich nehme jetzt mal den Roller noch mit. Allerdings erstmal in klein, weil ich es erstmal mit meiner Haut austesten will. So, dann habe ich mir diese Hauthaare Nägel von Doppelherz mal mitgenommen. Die muss man nur 1-mal täglich nehmen. Weil ihr wisst ja, ne, Haare, habe ich gedacht, vielleicht unterstützt das hier ein bisschen. Dann habe ich mir, ach, das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich dachte, das ist Mundwasser und jetzt lese ich gerade, das ist Mundziehöl. Jo. Testen wir das halt mal abends. Dann war für 1,69 Euro, glaube ich,
Dina ihre Leckerlis hier im Angebot. Da kamen 6 Stück mit. Doch 1,69 was. Dann habe ich mir für die Spülmaschine hier so einen Reiniger mitgenommen. Weil die schreit, einmal Reinigung bitte. Dann habe ich eigentlich für jetzt den Kaffeeautomaten diese Reinigungstabletten hier mitgenommen. Gut, umsonst war es nicht. Wenn nicht, dann nutze ich es vielleicht auch für den Geschirrspüler. Das sind ja nur Reinigungstabletten. Oder mein Sohn, der hat, glaube ich, auch eine Kaffee im Automaten. Mal gucken. Dann habe ich mir noch diesen Schnellentkalker hier mitgenommen, auch für den Kaffeeautomaten. Aber das kann ich ja dann auch für den Wasserkocher noch nutzen. Ja, und das war es schon wieder. Ach, hier. Da haben wir den Rossmann. So, der Rossmann war 37,95 €. Und mit dem 10% Coupon waren es dann noch 34,15 €. Ja. Wieder ganz schön viel Geld, ne, für das bisschen Zeug. Naja. Was will man machen, ne? Ja. Ich habe mir gedacht, diese Perspektive, die hat mir jetzt gut gefallen. Könnt ihr mal ja mal in die Kommentare schreiben, ob euch so der Hintergrund auch so gefällt. Wenn nicht, suche ich mir mal noch eine andere Ecke aus. Aber ich fand so, kann ich auch mal was holen, wenn ihr was sehen wollt. Also fand ich jetzt ganz gut so. Gut, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Genießt den Tag, bleibt gesund und bis bald.